Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu, was auch immer das ist, einer neuen Folge. Wir spielen hier, was ist das? Prop Hunt. Oh, cool, wir haben gewonnen. Ich hab niemanden gefunden, aber ist ja nicht schlimm. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Hilfe. Oh, muss ich mich jetzt verstecken? Wir spielen Prop Hunt in Fortnite. Wir haben ein schwarzes Bild. Das habe ich gerade entdeckt. Irgendwie gibt es das als Modus? Keine Ahnung. Und was passiert hier irgendwie? Okay. Ich glaube, ich muss mich jetzt verstecken. Ich weiß nicht, wie das geht. Hä? Ich dachte, hier gibt es eine ganz gemütliche Phase zum Einarbeiten oder so. Aber nein, irgendwie bin ich gerade mitten in einem Match gelandet und ich kann mich nicht bewegen. Jetzt stehe ich hier draußen. Soll das so? Okay. Ich muss mich verstecken. Kann ich mich jetzt hier... Ich fliege, ist das normal? Oh Gott. Was? What? Was passiert hier? Hilfe! Keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Ich stehe hier richtig random. Sie hat mich entdeckt. Oh mein Gott, was ist das? Es ist einfach so ein Schwachsinn. Bin ich jetzt... Jetzt bin ich Hunter. Okay. Das Ding ist, anscheinend erkenne ich die Props daran, dass sie so ein bisschen schweben, oder? Ich habe keine Ahnung. Was ist dieses Spiel? Oder Admin-Props? Höre ich die? Ich habe halt auch die Map noch nie vorher gesehen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was hier Standard ist. Und was nicht. Wir sind übrigens bei IKEA, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Also wir sind bei Fortkia. Es gibt noch drei Props. Ich habe keine Ahnung, wann ich die erkennen soll. Ich weiß auch nicht, warum habe ich dort die ganze Zeit... oben das Symbol für keine Internetverbindung. War irgendwas. Ja, hab ich gesehen. Hab ich! Ich hätte gedacht, weil das sieht aus, als ob die Raupe schwebt. Hier, es gibt noch einen Prop.
Wie viel Schuss habe ich? Unendlich. Was ist, wenn ich F drücke? Achso, dann habe ich einfach keine Waffe in der Hand. Ich habe nichts gehört oder dergleichen. Ich sammle einfach die Coins ein. Keine Ahnung, was die mir bringen. Punkte? Okay, es ist schon auch ein bisschen funny, muss ich sagen. Aber ich war doch stark überfordert. Ich meine, ich kann halt auch wild auf alles schießen, was ich hier finde, aber das bringt doch nichts, oder? Jetzt muss ich irgendwo was bewegen, dann sehe ich das. Da draußen. Okay, die machen's. Mich hier noch ein bisschen um. Vielleicht einbringen für nächste Runde? Gott, das sind diese typischen IKEA-Kuscheltiere, ne? Ist der nun da draußen oder nicht? Und wo geht's hier überhaupt raus? Hinten, ne? Ich weiß nicht, wie ich dort an den Coin komme. Hey, hier ist doch niemand. Ey, am Ende sitzt er hier irgendwo oben auf einer Lampe oder so. Aber ich meine, anscheinend kann man sich ja hier voll in die Eckbacken. Oder wer weiß, vielleicht kann sich jemand dort dahinter verstecken. Ich muss sagen, das Spiel gefällt mir als Jäger schon besser als Prop. Ich glaube, ich habe die Steuerung einfach noch nicht verstanden. Komme ich überhaupt ran? Okay, wir haben gewonnen. Oh, das ist laut. Hey, Punkte. Okay, man startet immer erst als Prop und sobald man gefunden wird, wird man zum Jäger. Okay, wir probieren es mal noch ein bisschen. Das ist irgendwie seltsam, aber auch cool. Ich mag ja Prop Hunt Games. Kennt ihr Prop Night? Gibt's ja leider nicht mehr. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das Spiel noch existiert, aber die Server wurden ja abgestellt, soweit ich weiß. Es ist alles so offensichtlich. Ah, ich drücke mal die falsche Taste. Warte, was muss ich?
Der hat auch eine falsche Taste gedrückt. Aber man sieht das doch. Ich schwebe. Muss ich mich irgendwann bewegen? Ah. Jetzt bewege ich mich zumindest nicht mehr, aber ich bin geschwoben. Geschwebt. Und er hat mich nicht gesehen. Oder sehe das nur ich? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, muss ich mich bewegen zwischendurch? Weiß es nicht. Oder kann ich die ganze Zeit jetzt hier so bleiben? Ich weiß, sie können mir das jetzt gerade nicht live beantworten, aber vielleicht hat das ja schon mal jemand gespielt. Na, vielleicht sehe ich es auch einfach. Vielleicht finde ich es auch einfach gleich raus. Oder wer ist das? Ist das der dort als Bär dort oben sitzt? Hätte mal testen sollen, ob ich auf die ATM-Dinger rauf kann. Brother, okay, ist schon. Aber die sind alle dort hinten. Mit der dort gerade als Pizzakarton oder Buch oder was auch immer rumfliegt, der hat sich gerade kurz. Hat sich in was anderes verwandelt. Achso, ich werde jetzt gleich gepinkt, sozusagen, in 3 Sekunden. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Ah, ich warte einfach hier. Aber es ist doch wirklich nur wildes drauf rumgeschieße, oder? Wie werden die Pings angezeigt für die Jäger? Ich habe da nicht drauf geachtet. Ist jemand in der Nähe, oder? Ich will mich jetzt nicht bewegen. Ich kann ja was so machen. Also ich kenn's halt. Es gibt ja auch Prop Hunt in anderen Spielen. Hey, geh weg! Diese Banane! Da musst du ja irgendwann das Prop wechseln, weil du deine, deine Prop-Energie verlierst. Keine Ahnung was. Aber hier kann ich anscheinend einfach bleiben, bis ich gefunden werde. Rein theoretisch. Oh, ich werde gefunden. Nein, doch nicht. Jetzt wurde jemand erwischt. Oh, das ist echt, das ist die Banane die ganze Zeit. Die ist einfach hinter die Wand geglitscht. Echt jetzt? Oh, ich werde gefunden. Nicht pingen jetzt! Oh nein, ich pinge jetzt. Ich schieße einfach auf alle Tische.
Die hat gar nicht auf mich geschossen. Die hat voll daneben geschossen. Warte. Okay, jetzt sind wir die Jäger. Toll, es ist noch einer da. Ich finde den. Okay, ich habe keinen Ping gehört. Also ist er nicht bei mir in der Nähe. Richtig? Oder hört man das Ping nur als... wenn man selbst Prop ist? Es ruckelt gerade ein bisschen. Okay, es ist aber super seltsam. Ich glaube, nach der Runde... also wenn der letzte gefunden wurde oder auch nicht... ich höre nix. Mache ich erstmal für diese Folge Schluss. Es wird auf jeden Fall ein abruptes Ende, weil irgendwie gibt das 100 Runden. Also 99 Runden oder irgendwie so. Oh mein Gott. Es ist hier irgendwo. Kann ich das irgendwie pingen? Wette mit euch, der ist hier oben drauf. Ich hab ihn! Okay, aber ich mache jetzt erstmal die Folge für jetzt hier mal erstmal Schluss. Wie findet ihr den Modus? Sollen wir das nochmal spielen? Es hat was ganz anderes als eine richtige Fortnite-Runde. Aber irgendwie auch lustig. Lasst mir gerne mal Feedback da und dann schauen wir mal, was es nächste Woche Sonntag vielleicht für eine Folge gibt, wenn ich zum Aufnehmen komme. In diesem Sinn, danke fürs Zuschauen von dieser etwas anderen Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schulidu!